So, jetzt habe ich mich erst einmal hingesetzt, richtig? So, bin ich vor der Kamera? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, jetzt sind wir im Jahr 2019, Jänner, und das heißt, ich mache jetzt ein Jahr YouTube-Videos, wie es mir gerade vor kurzem bewusst geworden ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute einfach eine Special-Folge, eine Neujahrsfolge, eine Einjahresfolge. Und da werde ich ein paar Outtakes reingeben von meinem vergangenen letzten Jahr, also von meinen YouTube-Videos. Ja, aber zuerst möchte ich kurz noch was dazu sagen, und zwar, ja, zu Ehren dieses Anniversaries habe ich meinen Pulli angezogen, mein Pulli, ja, es geht schon wieder gut los 2019, meinen Pulli angezogen, den ich auch damals in der ersten Folge schon getragen habe, und zwar meinen super Disney Vogue Pulli, ja, mit den wunderbaren Damen hier von Disney, und die sind total fashion, so wie ich immer. Not. Gut, was wollte ich jetzt noch loswerden, kurz bevor die Outtakes losgehen? Dass ich immer noch gerne YouTube-Videos mache. Ich mache sie immer noch auf Tirolerisch und ich hoffe, ihr könnt mir trotz des Dialektes folgen und ihr hört auch gerne den Dialekt. Weil, ja, was soll ich versuchen, da Hochdeutsch zu reden? Das ist total unauthentisch und wenn ich in Rage bin oder meine Emotionen mir überkommen, wie das halt ist, wenn ich erzähle, dann kommt es halt im Dialekt heraus. Und ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, beziehungsweise hoffe ich noch mehr, dass ihr den Dialekt eh irgendwie sympathisch findet. Zweite Sache. Ich habe immer noch wahnsinnig viel Spaß daran, YouTube-Videos zu machen. Wenn ihr jetzt so zurückgeblickt habt, warum habe ich überhaupt angefangen damit, das zu machen? Erstens ist es mir damals ziemlich schlecht gegangen. Ich habe in einem wahnsinnig anstrengenden Job gearbeitet, also ich habe den Job gerne gemacht, aber ich war noch mit der Uni beschäftigt, habe trotzdem aber schon Vollzeit gearbeitet und das in mehreren verschiedenen Jobs. Das war wahnsinnig schwer, das alles zu koordinieren, dann habe ich nur irgendwie privaten Stress gehabt und das war für mich einfach eine Erleichterung, dass ich diese YouTube-Videos habe machen können, wo ich was erzählen habe können, weil ich bin einfach voll die Geschichtenerzählerin und das macht mir halt Spaß. Und das macht es mir nach wie vor. Auch wenn ich ein bisschen inzwischen vom Thema abgedriftet bin. Teilweise. Denn eigentlich bin ich ja überhaupt drauf gekommen, aus dem Leben der Kathi zu erzählen, weil ich ja so viele verschiedene Jobs eben mache. Ich habe viel aus dem Studium mitgenommen, ich habe viele Praktikas gemacht und ich habe mit vielen verschiedenen Studenten und arbeitenden Leuten schon gesprochen, wie das so ist, sich in der Arbeitswelt zurechtzufinden, wie das vor allem ist, mit Kunden zu arbeiten, also im direkten Kundenkontakt, nicht im Büro oder so. Und habe mir einfach gedacht, ich würde da gern ein bisschen drüber reden. Ich würde gern von meinen Erfahrungen berichten und vor allem wollte eben auch die vielen lustigen Geschichten erzählen, die eben immer wieder passieren. Das mache ich nach wie vor. Weil es hört einfach nicht auf. Also die Leute ändern sich ja nicht. Und egal, wie ich mich im Job weiterentwickle oder welche anderen Dinge ich mache, die Kunden bleiben immer dieselben. Und ich frage mich, stelle ich mich auch so an, wenn ich ein Geschäft betrete? Jedenfalls hat sich es doch ein bisschen weiterentwickelt. Ihr habt andere Sachen dann noch dazu gedreht. Also ihr habt nicht nur über die Arbeit geredet, sondern eben auch über Freizeitdinge, über Fails, die mir dauernd passieren. Oder jetzt auch die neue Serie, die ich angefangen habe mit dem Stefan, Spaß mit Wappen. Und das werde ich natürlich auch verlinken. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Das ist informativ und ja, interessiert uns beide zurzeit eben wahnsinnig und wir haben halt gehofft, euch da draußen würde das auch interessieren. Also schaut mal vorbei und lasst mal vielleicht einen Kommentar da, ob euch das auch gefällt, dann würde mir das natürlich sehr freuen. Aber ich glaube, jetzt rede ich am besten nicht zu lang über diese ganzen Dinge. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich nach einem Jahr immer noch kleine YouTube-Videos mache und immer noch ein paar Leute habe, die es interessiert und die sich das anschauen. Und ja, deswegen kommen jetzt die Outtakes. Beim Anschauen bin ich drauf gekommen, ich mache extrem oft so. Das habe ich vorher nicht gewusst. Hey, wenn man Videos macht, da kommt man ja auf Dinge drauf von sich selber. Das ist wahnsinnig gut. Oh ja, und man sieht da auch, also inzwischen benutze ich ein super Stativ für die Kamera. Ganz am Anfang habe ich noch mit dem Handy gefilmt und das war ein bisschen schwieriger zu befestigen. Ihr werdet jetzt gleich ein paar Fails sehen. Viel Spaß dabei. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hä? Oh, hey, Kathi.
Hey! Drei Halten aus dem Leben eines Billetteurs. Ja! Und er kann. Aber wie gesagt. Ich bin echt froh. Und es funktioniert. Aber naja. Ja, so war es halt damals. Okay. Ah! Oh mein Gott! So kompliziert. Was haben wir da alles drin in der Schublade? Oh, ganz professionelle Sachen schon. Filmaufgebaue. Haltet das so? Oh, das ist voll instabil. Yo. Nummer 9 und Nummer 15. Wow, das war jetzt der Ultra-Fail. Wow, es stürmt echt voll draußen. Wien ist so windig. Bisschen höher. Jetzt muss ich echt stoppen.